Kann ich auch was zu trinken kriegen? Du weißt doch, für dich ist das hier Sperrgebiet. Nur 5 Minuten. Also, geh wieder raus in den Regen. Nimm das. Danke. Du spielst heute nicht besonders. Ich weiß. Also lassen wir es. Schluss machen? Ich habe keinen Spaß dran, du hast keinen Spaß dran, also lassen wir es. Trink nur noch mal ein Bier aus. Ciao, Albert. Bis morgen, Karl. Was sind Sie denn hier? Der Wagen war nicht abgeschlossen. War er nicht? Ist doch kein Grund, hier einzusteigen. Ich habe nur einen trockenen Platz gesucht. Den haben Sie jetzt gehabt, also raus jetzt. Nehmen Sie mich ein bisschen mit. Sie können mich ja irgendwo rauslassen. Wie viel? Ich will nicht mehr in den Regen raus. Ich mache es fast umsonst. Umsonst? Meinen Sie das ernst? Darüber können wir ja noch reden. Straßenstrich? Nur wegen der Kontakte. Ich mach's nicht draußen. Wo denn? Im Hotel. Wenn es geht und wie es am besten wäre, zu Hause. Ja, ich soll dich mit nach Hause nehmen. Wenn es geht. Also, nicht wenn der Familie ist. Wenn der Familie ist. Da ist keine Familie. Das passiert einem natürlich selten, wenn die Verhältnisse so sind, dass man sagt, in Ordnung. Was ist in Ordnung? Die äußeren Verhältnisse. Die sind in Ordnung? Wenn da keine Familie ist, dann können Sie ja tun, was Sie wollen. Sagen Sie, gibt es hier ein Badezimmer? Gibt es. Eine heiße Dusche, wenn ich die jetzt haben könnte. Ja, machen Sie nur. Da geht's zum Bad. Danke. Nehmen Sie den Weißen. Jetzt fühle ich mich schon bedeutend wohler. 2 Bademäntel. Der eine ist für eine Frau, der den ich anhabe. Der hängt da nur verloren. So, jetzt ziehen Sie sich wieder an. Ich bringe Sie zurück auf die Straße. Ich interessiere Sie nicht? Überhaupt nicht. Muss ich jetzt auch noch die Dusche bezahlen? Nein, die war gratis. Was stellen Sie sich eigentlich vor, wer Sie sind? Ich weiß, wer ich bin. Sie haben mir dabei geholfen. Karl.
Keine Sorge. Ich ziehe mich an, so schnell ich kann. Flippen Sie jetzt bloß nicht aus. Personalien, alles da. Da hat jemand diese junge Frau umgebracht, nicht hier, irgendwo. Nicht? Macht sich die Mühe, sie herauszubringen. Ja, aber er muss sie ein Stück getragen haben. Den Wagen hat er wahrscheinlich dort stehen lassen. Und dann hat er sie brutal über die Leitplanke geworfen. Und den Rucksack hinterhergeschmissen. Hier haben wir eine erste Bescheinigung vom Gesundheitsamt. HIV negativ. Eine Prostituierte. Herr Lusake, die Post liegt schon auf Ihrem Schreibtisch. Danke. Guten Morgen, Albert. Guten Morgen, Karl. Ja, das ist sie. Es ist sie. Tot, sagen Sie? Tot? Was ist ihr passiert? Wo liegt sie da? An einer Böschung in der Nähe von der Autobahn. Umgebracht? Sie wurde erwürgt. Erwürgt. Ich habe ihr immer gesagt, geh nicht auf den Straßenstrich. Du weißt nicht, was heute auf den Straßen los ist. Da sind Kerle unterwegs, die denen eine Nutte völlig egal ist. Ich habe ihr immer gesagt, pass auf. Pass auf! Ja, ich habe ihr gesagt, pass auf dich auf! Die Kleine war gestern Abend noch hier. Nass wie eine Katze. Ich habe ihr einen Schnaps gegeben und sie wieder rausgeschickt. Sie darf hier ja nicht rein. Karl, als ich zu meinem Wagen ging, da habe ich dich doch gesehen. Du hattest eine Frau bei dir. Und die ist jetzt hier in der Zeitung. Tja, das ist sie. Ich kam gestern Abend zu meinem Wagen, da saß sie drin. Ich hatte vergessen abzuschließen. Und die saß da drin, weil es so irre regnete. Ermordet. Die Polizei bittet um Mithilfe. Mithilfe? Was meinst du, ob ich mich da melden soll? Du willst dich bei der Polizei melden? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Vielleicht können sie was mit meiner Aussage anfangen. Ich werde da gleich anrufen. Ich würde da nicht anrufen. Du könntest da in etwas hineingezogen werden.
Warum erwähnst du dann, dass du mich mit ihr gesehen hast? Du bist jetzt ein Zeuge. Aber einer, der den Mund hält. Was du auch tun solltest. Na gut, essen wir erstmal. Was gibt's denn heute? Sie wollten mit der Kriminalpolizei verbunden werden, Herr Luserke? Ja, Frau Zeuke. Wen ruft man denn da am besten an? Doch sowohl die Mordkommission, nicht? Ja gut. Also die Mordkommission, Frau Zeuke. Du machst einen Fehler. Glaub mir das. Heb nicht ab. Ah ja. Und Sie waren Zeuge. Ja. Können Sie mein Präsidium vorbeischauen? Ich brauche nur eine halbe Stunde. Ja, das ist in der Edstraße. Gut wieder. Ich bin ein Staatsbürger, der seine Pflichten kennt. Du bist ein Idiot. Warum hast du mir gesagt, dass du die Note in meinem Wagen gesehen hast? Warum? Keine Hintergedanken dabei? Also, ich fahr dann los. Hoffentlich kommst du wieder. Mein Name ist Carlo Serke. Ich bin verheiratet, 48 Jahre alt, Bankangestellter im mittleren Dienst. Ich war gestern Abend mit einem Kollegen zum Billardspiel verabredet. Ich war in keiner guten Laune. Hatte einfach keine Lust mehr zu spielen und verließ das Lokal. Draußen regnete es. Es schüttete wie aus Eimern. Ich lief zu meinem Wagen. In meinem Wagen saß die Frau, deren Foto ich heute in der Zeitung gesehen habe. Eine Prostituierte hatte sich in meinem Wagen, den ich vergessen hatte abzuschließen, vor dem Regen in Sicherheit gebracht. Sie fragte sofort, fahren wir zu Ihnen und kann ich da eine heiße Dusche kriegen? Mein erster Gedanke war, schmeiß sie raus, aber ich hab's dann nicht getan. Es war ein merkwürdiger Zustand. Ich habe sie tatsächlich mitgenommen zu mir nach Haus. Und dort bekam sie, was sie wollte. Eine heiße Dusche. Aber dann habe ich zu ihr gesagt, Mädchen, das war's. Was du sonst noch zu verkaufen hast, interessiert mich nicht. Nimm dir ein Taxi und fahr nach Haus. Was sie dann getan hat. Jetzt werde ich Ihnen noch die genauen Zeiten angeben. Im Lokal war ich bis 10:30. Bis zu mir nach Hause sind es 40 Minuten. Geduscht hat das gute Kind 10 Minuten. Eine Minute habe ich gebraucht, ihr klarzumachen, dass sie verschwinden muss. Raus aus dem Haus war sie also um kurz vor 11:30. Haben Sie dem Mädchen ein Taxi gerufen? Es hat aufgehört zu regnen. Meine Meinung war, die ist auf der Straße zu Hause. Also wird sie sich da wohl auch ohne mich zurechtfinden. Sie sagten, Sie sind verheiratet? Meine Frau hat mich vor 3 Jahren verlassen. Ich lebe seit ihr allein. Ich habe eine Tochter, die jetzt 5 Jahre alt ist. Ich habe sie in Pflege gegeben. Mein Beruf lässt mir keine Zeit, nebenbei auch noch ein Kind zu erziehen. Tja, wir werden Ihre Aussage zu Protokoll nehmen und Sie können es dann unterschreiben. Ganz wie Sie wollen. Was würde ein normaler Mensch in einer solchen Situation tun? Du meinst, man kommt bei strömendem Regen zu seinem Wagen und da sitzt plötzlich so ein Straßenmädchen drin. Ja, genau die Situation meine ich. Und liest dann in der Zeitung, dass gerade dieses Mädchen umgebracht wurde. Ein normaler Mensch wird das gar nicht bei der Polizei melden. Und schon gar nicht aussagen, dass er sie mit nach Hause genommen hat. Aber genau das hat er getan. Du siehst, sie haben mich gehen lassen. Ich habe meine staatsbürgerliche Pflicht erfüllt. Wichtige Gespräche gekommen? Nein. Was hat man zu deiner Geschichte gesagt? Man hat sie zur Kenntnis genommen. Ich habe gesagt, ganz offen, dass ich das Mädchen im Wagen fand und dass sie keinen Hehl daraus machte, wer sie war. Und dass du sie hinausgeworfen hast? Das haben sie dir geglaubt? Ich habe sie gar nicht rausgeworfen. Ich habe sie mit nach Hause genommen. Was hast du? Ich nahm sie mit nach Hause. Sie bekam ihre Dusche und kam dann raus im weißen Bademantel, vorne offen. Ich habe ihr gesagt, kein Interesse, verschwinden Sie. Und so verschwand sie aus meinem Leben. Und dann aus Ihrem. Bin ich zynisch? Deine Geschichte da muss doch die Polizei ungeheuer wach gemacht haben. Offene Frage an dich, Sodara. Hätte ich nicht die Wahrheit sagen sollen? Nein. Denn die Polizisten wirst du jetzt nicht mehr los.
Wollen Sie zu mir? Ja. Wir beschäftigen uns immer noch mit der Lage des jungen Mädchens, das Sie gestern Nacht, ja, wann war denn das? 23:30 vor die Tür gesetzt haben. Und ja nicht mal ein Taxi gerufen haben. Warum eigentlich nicht? Jetzt, dass Sie mich danach fragen, überlege ich selber, warum ich es nicht getan habe. Ich bin gewöhnlich ein sehr friedlicher Mensch. Herzlich gegen jedermann, höflich, liebenswürdig und geduldig. Alles Eigenschaften, die, wenn man sie im Überfluss hat, den Inhaber solcher Tugenden zum reinen Schwächling machen. In diesem Fall war es totale Gleichgültigkeit, über die ich mich selbst gewundert habe. Wollen Sie mit reinkommen? Ich fahre nur schnell den Wagen in die Garage. Nein, das ist nicht nötig. Lass nur. Ich habe Kollegen hier, die werden sich den Wagen genau ansehen und... Den Wagen ansehen? Ja. Ja, Sie können das Mädchen ja in Ihrem Haus umgebracht haben und dann in Ihrem Wagen die Leiche wegtransportiert haben. Ich gebe zu, ich bin jetzt etwas erschrocken. Aber andererseits verstehe ich Sie durchaus. Danke. Der Wagen steht Ihnen zur Verfügung. Wollen Sie ihn mitnehmen? Möglicherweise. Sie sollten uns nur noch sagen, wo das Mädchen saß, als Sie gestern zusammen mit ihr hierher kamen. Sie saß auf dem Beifahrersitz. Bedienen Sie sich, der Schlüssel steckt. Wollen die Herren auch mit ins Haus? Nein, die werden sich erst mal den Wagen genau ansehen. Aber dann kommen sie ins Haus, ja. Also, fangt an! Gehen wir. Sie werden sich sicher alles ansehen wollen, tun Sie es ohne Bedenken. Schlafzimmer, Bad, Dusche. Alles leicht zu finden. Gehen Sie nicht mit? Hm? Nein. Ich bleibe bei Ihnen. Bin ich für Sie ein Untersuchungsgegenstand? Sie sollten mir etwas erklären, was haben Sie gemeint mit der totalen Gleichgültigkeit? Diese Formulierung ist Ihnen aufgefallen. Es ist nur eine Voraussetzung für den Mord. Totale Gleichgültigkeit, die... Naja, sie hat gar keine Beziehung mehr. Nicht zum Schmerz anderer Menschen, nicht zur Not anderer Menschen. Eine Berufserfahrung. Oh ja. Tun Sie Ihre Arbeit, bringen Sie sie zu Ende. Und dann setze ich Sie so vor die Tür wie diese Person gestern Nacht. Einverstanden. Herr Lusake, da ist etwas, das sollten Sie uns erklären. Kommen Sie bitte mit. Was soll ich Ihnen denn erklären? Wir sehen ein leeres Zimmer. Das war das Zimmer meiner Frau. Ich sagte Ihnen doch, dass sie mich vor 3 Jahren verlassen hat. Ich habe eine Zeit lang gewartet, dass sie zurückkommt, aber das geschah nicht. Deshalb habe ich das Zimmer ausgeräumt. Ja, warum haben Sie das ganze Zeug denn hingeräumt? Das ist alles im Keller. Ihre Frau hat sich nie wieder bei Ihnen gemeldet, ne? Nie wieder. Sie sagten, Ihre Frau hat Sie verlassen. Wissen Sie, wo sie hin ist? Ich weiß es nicht. Vermutlich nach Frankfurt. Ich meine, Ihre Frau hat doch
Verwandte, Eltern, Geschwister, Bekannte? Ihr Vater ist ein Anwalt in Frankfurt. Aber er weiß genauso wenig wie ich, wo seine Tochter geblieben ist. Haben Sie eigentlich jemals eine Vermisstenanzeige aufgegeben? Vermisstenanzeige? Aber ich vermisste sie nicht. Wir hatten uns auseinandergelebt. Bis hin zur Gleichgültigkeit. Hm. Ja. Sagten Sie nicht, dass Sie noch ein Kind haben? Ja. Und das Zimmer gibt es noch. Ihre Tochter lebt hier nicht mehr? Nein, ich habe sie nach Lage der Dinge in Pflege gegeben. Wie heißt Ihre Tochter? Victoria. Ja, und Ihre Frau, entschuldigen Sie bitte, ist doch die Mutter des Kindes. Ja. Und Ihre Frau hat sich nie um Ihre Tochter gekümmert? Nie. All die Jahre nicht? All die Jahre nicht. Ja, dann gehen wir mal in den Keller. Hat denn Ihre Frau Ihre Kleidung nicht mitgenommen? Fast nur, was sie am Leibe trug. Ich habe nicht gesehen, was sie sonst noch mitnahm. Ich war nicht dabei, als sie das Haus verließ. Ja, sie hat es doch ganz offenbar im Streit verlassen. Das würde ich so nicht sagen. Es fiel kein lautes Wort. Es war einfach zu Ende. Alles war ganz undramatisch. Ja. Haben Sie ein Foto von Ihrer Frau? Ein Foto? Ja, das ist hier sicher irgendwo vergraben. Ich suche es Ihnen raus, wenn Sie Wert darauf legen. Ja. Hier im Haus hat sich nichts ergeben, aber vielleicht sollen wir den Wagen mitnehmen. Zur Untersuchung im Labor. Wir haben Unruhe in ihr Haus gebracht. Unter uns gesagt, sie hätten uns gar nicht reinlassen müssen. Ich sagte Ihnen schon, dass ich volles Verständnis für Sie habe. Na gut. Dann werden Sie uns wohl auch sagen, wo sich das Kinderheim Ihrer Tochter befindet. Ja? Ist das interessant für Sie? Ihre Frau könnte sich ja da gemeldet haben. Das ist unmöglich. Wo Ihre Tochter ist, könnte sie ja nur von mir erfahren. Und mich hat sie nicht gefragt. Aber ich gebe Ihnen die Adresse gern. Da ist eine Frau verschwunden, die sich nie wieder gemeldet hat. Weder bei ihrem Mann noch bei ihrer Tochter. Und sich nicht mal nach ihrer Tochter erkundigt hat. Gibt es dafür eine natürliche Erklärung? Ich meine, eine, die man begreifen kann. Ich wüsste keine. Da sind wir mal wieder mit unserer Vermutung unterwegs. Lebt sie überhaupt noch? Ja, bitte, Sodere hier. Hallo, Waltraud. Karl hier. Kann ich Albert mal sprechen? Kommst du mal, Albert? Lusake ist es.
Hallo, Karl. Lässt uns bitte mal allein. Bitte. Ja, Karl? Polizei war bei mir, hat alles auf den Kopf gestellt. Na, ist doch logisch. Das hätte ich dir auch sagen können, dass die kommen und das ganze Haus untersuchen. Und? Was ist daraus geworden? Nichts ist daraus geworden. Sie sind wieder abgezogen. Nur meinen Wagen haben sie mitgenommen. Deswegen rufe ich an, holst mich morgen früh ab. Wieso haben sie deinen Wagen mitgenommen? Vielleicht wollen sie sich den Kofferraum näher ansehen. Auch damit hättest du rechnen müssen. Bist du da jetzt in Sorge? Holst du mich ab? Ja, ich hole dich ab. Bis morgen. Komm rein, Albert. Ich trinke nur noch meinen Kaffee aus. Danke, dass du mich abholst. Dein Haus ist wieder in Ordnung, was? Das waren keine Vandalen. Aber sie sind überall herumgelaufen. Mit Augen, als seien es Mikroskope. Keine weißen Linien auf dem Fußboden. Was glaubst du eigentlich? Glaubst du, dass ich das Mädchen umgebracht habe? Mir brauchst du nur zu sagen, was du der Polizei gesagt hast. Das reicht mir. Sie nahm die heiße Dusche und fragte, da hingen zwei Bademäntel, welchen soll ich nehmen? Ich sagte, nehmen Sie den weißen, der ist für Nutten. Dann kam sie raus im weißen Bademantel. Ich meldete ihr die völlige Abwesenheit von Lustgefühlen. Und ich habe sie dahin geschickt, wo sie hingehört. Aber gehen wir jetzt. Fahr beim Polizeipräsidium vorbei. Ich muss da was abgeben. Ja, es ist eine reizende Frau. Nicht wahr? Ich habe sie in einem Zug kennengelernt, Frankfurt, München. Sie saß mir im Abteil gegenüber. Und ich hatte den Eindruck, den Sie jetzt haben. Eine reizende Frau. Wie lange waren Sie mit Ihrer Frau verheiratet? Ich bin immer noch mit meiner Frau verheiratet. Denn dann hat sie Sie nach 3 Jahren Ehe verlassen? Von heute auf morgen? Ja, und ohne Erklärung. Ich weiß, Sie wollen es gern genauer wissen und ich bemühe mich ja um eine plausible Erklärung, aber ich finde keine. Wir sind einander fremd geworden und so gleichgültig, dass sie nicht mal auf Wiedersehen sagte. Sie sagte es nicht und ich erwartete es nicht. Aber das erklärt doch nicht, dass sie sich nie wieder gemeldet hat. Ich meine, sie hätte sich doch nach ihrer Tochter erkundigen müssen. Sie tat es nicht. Soll ich das wieder mitnehmen? Nein, wir behalten es. Vielleicht brauchen wir es als Fahndungsfoto. Möglicherweise würde Sie der Erfolg überraschen. Aber behalten Sie es ruhig. Darf ich dann gehen? Unten wartet ein guter Freund von mir. Möglicherweise würde Sie der Erfolg überraschen. Was ist denn nun mit deinem Wagen? Darüber wurde gar nicht gesprochen. Das wenigstens muss dich erfreuen. Dann sag mir mal, wie ich das ausdrücken soll. Der Chef hat angerufen. Er bittet die Herren, zu ihm zu kommen. Wir beide? Ja, Sie beide. Und so bald wie möglich, bitte. Hast du Ihnen was erzählt? Die Polizei beschäftigt sich mit dir. Ich hatte das Gefühl, dass Sie das wissen sollten. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Serke. Guten Morgen. Morgen. Bitte. Ja, wir hören, Sie sind da in etwas hineingeraten, in eine etwas ärgerliche Mordgeschichte. Eine Prostituierte, die da tot aufgefunden wurde. Und Sie selbst haben es der Polizei mitgeteilt. Ohne dass Sie dies hätten tun müssen. Warum haben Sie das getan? Der Kollege Soderer hatte das Mädchen bei mir im Wagen gesehen. Er war ein Zeuge. Aber einer, der doch nichts gesagt hätte. Dass Sie sich selbst bei der Polizei gemeldet haben, das war ein Fehler. Ein großer Fehler. Man hat Ihr Haus auf den Kopf gestellt.
Und? Ist dabei was rausgekommen? Überhaupt nichts, Herr Dr. Kuhs. Man hat nur seinen Wagen beschlagnahmt, um den Kofferraum zu untersuchen. Man hat wohl die Möglichkeit untersucht, ob gegebenenfalls darin eine Leiche transportiert wurde. Aber über den Wagen wurde gar nicht mehr gesprochen. Das ist doch gut. Glauben Sie, dass man Sie jetzt in Ruhe lässt? Was? Darf ich die Frage noch mal hören? Du hast sie doch verstanden. Ob du glaubst, dass man dich jetzt in Ruhe lässt? Das weiß ich doch nicht. Man wollte ein Foto von Martina haben. Ja, wozu denn? Ist doch eine ganz andere Geschichte. Ja, eben. Das hat mich auch irritiert. Da fehlt doch jeder Zusammenhang. Ja. Das bleibt eben alles noch abzuwarten. Wir sorgen uns um Sie, Loserke. Sie können gern ein paar Tage Urlaub nehmen. Oder darf er die Stadt nicht verlassen? Darüber wurde nicht gesprochen, oder? Sie sind der Ansicht, ich soll lieber verschwinden. Das ist doch damit nicht gemeint. Ich meine nur, Sie sollten jederzeit Herr der Situation sein. Das in dem bunten Anorak, das ist sie. Ah, ja. Ihr Vater hat Victoria hier abgegeben und sich dann nicht mehr um das Kind gekümmert. Er bezahlt sehr pünktlich, aber er besucht das Kind nicht. Er will es nicht sehen. In 3 Jahren war er nicht ein einziges Mal hier. Und die Mutter? Na, die lebt doch nicht mehr. Was? Wieso? Die lebt nicht mehr? Das ist das, was Herr Loserk uns mitgeteilt hat. Die Mutter sei tot und er selbst könne als Berufstätiger sich nicht um das Kind kümmern. Ich glaube allerdings, dass er das Kind nicht sehen will. Vermisst das Kind den Vater nicht? Ach Gott, sie wartet immer darauf, dass er eines Tages hier im Zimmer steht. Das ist der Herr aus München, der deinen Papa kennt und der dir ganz, ganz liebe Grüße von ihm ausrichten soll. Guten Tag, Victoria. Man hat mir ein Foto von der Tochter gegeben, ich soll es dem Vater zeigen. Jetzt werde ich dir was Interessantes erzählen. Ich habe das Foto von ihrer Mutter nach Frankfurt durchgegeben, mit Name und Geburtsdatum. Man hat ihren Vater gefunden. Ein Anwalt, der nicht mehr tätig ist. Und jetzt seine Aussage, ja, das ist meine Tochter. Wo sie ist, weiß ich nicht. Ist mir ganz egal, wo sie ist. Ich habe die Beziehung zu ihr abgebrochen. Warum abgebrochen? Weil sie eine Prostituierte war, die in den höchsten Kreisen herumgereicht wurde. Aussage des Vaters. Und dann ist sie nach München gezogen, um irgendeinen Idioten zu heiraten, der davon keine Ahnung hatte. Ich lernte sie in einem Zug kennen. Sie saß mir in einem Abteil gegenüber. Und dann hatte ich den Eindruck, den Sie jetzt haben. Eine reizende Frau. Guten Tag, Herr Loserke. Kommen Sie rein. Danke. Sie sind heute früher nach Hause gekommen als sonst, nicht? Meine Chefs haben mich gefragt, ob ich nicht lieber nach Hause gehen will. Das habe ich dann getan. Und versuche, Herr der Situation zu bleiben. Was? Herr der Situation? Den Ausdruck habe nicht ich gebraucht. Mein Chef gebrauchte ihn. Ach so. Bin ich die Situation, von der da gesprochen wurde? Ich werde es sicher gleich erfahren. Deswegen kommen Sie. Ich war bei Ihrer Tochter. Man hat mir ein Foto von ihr mitgegeben. Mit den besten Grüßen von Ihrer Tochter. Schon ist sie da, die Situation. In der Sie Herr bleiben wollen.
Ich bin kein Herr. Bin nie einer gewesen. Ach so, Sie wollen sich das Foto gar nicht ansehen, was? Was keinen Sinn hat, stecken Sie es wieder ein. Aber Sie bestreiten nicht, dass dieses Kind Ihre Tochter ist? Nein, das bestreite ich nicht. Ja, ich verstehe das. Sie wollen das Kind einfach nicht sehen, weil Ihre Mutter eine Prostituierte ist. Wie haben Sie das erfahren? Der Vater Ihrer Frau hat eine Aussage gemacht, in der heißt es zum Schluss, sie ist dann nach München gefahren und hat dort irgendeinen Idioten geheiratet, der von alledem keine Ahnung hatte. Der Mann hat nichts Falsches gesagt. Ich hatte tatsächlich keine Ahnung. Wann haben Sie es denn erfahren? Ich erfuhr es auf einem Fest, das mein Chef gab für gute Kunden unseres Hauses. Ein guter Kunde war aus Frankfurt gekommen. Und der Herr aus Frankfurt fragte, wer ist diese Frau da? Und Dr. Kuhs sagte, das ist die Frau eines Angestellten von uns. Das ist Frau Luserke. Und der gute Kunde aus Frankfurt sagte, nein, 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 das ist eine sehr bekannte und beliebte Prostituierte aus Frankfurt. Ich habe selber schon mit ihr geschlafen und weiß, dass sie ihr Geld wert ist. Und dann ging der Herr aus Frankfurt auf meine Frau zu. Martina erkannte ihn und begrüßte ihn herzlich wie einen alten Freund, der er schließlich auch war. Der Raum wurde zum Tanzen freigegeben. Und meine Frau tanzte mit dem Herrn aus Frankfurt, wobei sie sich ausgiebig unterhielten. Sie sagten, Sie erfuhren es von wem? Von Dr. Kuhs am nächsten Tag. Er hatte mich in den Konferenzraum rufen lassen. Nichts gegen Ihre Frau, lieber Luserke. Wir mögen sie. Wir alle mögen sie. Und zwar so, wie sie ist. Die alten, die üblichen Moralvorstellungen haben sich doch überlebt. Man lebt doch heutzutage viel freier in der Gesellschaft. Machen Sie also keine Sorgen. Das alles bleibt unter uns. Hm? Haben Sie mit Ihrer Frau darüber gesprochen? Ja. Aber Schatz, das darfst du nicht so eng sehen. Das ist ein Beruf. Man verdient Geld. Viel Geld für wenig Arbeit. Die eigentlich keine ist, weil sie keine große Anstrengung bedeutet. Außerdem ist es eine angenehme Tätigkeit. Eine angenehme Tätigkeit. Und sie sagte es so, dass ich es ihr glaubte. Das haben Sie akzeptiert. Gehen wir nach oben. Kommen Sie. Das Zimmer wollen Sie sehen? Sie haben es nicht akzeptiert. Sie haben alles entfernt, was Sie an Ihre Frau erinnert. Möbel, Bilder, Kleider, Schuhe. Bis hin zu Ihrem Kind. Dass er auch ihr Kind ist. Ne? Was ist passiert? Eines Tages ließ mich Dr. Kuhs kommen. Ah, Herr Luserke, bitte. Eine etwas delikate Sache. Es geht um Ihre Frau.
die, wie Sie ja wissen, und wie auch Ihnen nicht entgangen sein wird, auf uns alle einen großen Eindruck macht. Ja, sie hat es eben, die Gabe, ich sag's mal so, Wirkungen auszuüben. Auf jeden, der dafür empfänglich ist. Und ich habe Ihrer Frau gezeigt, dass ich in diesem Punkt überaus ansprechbar bin. Ja, und Ihre Frau hatte dafür ein offenes Ohr. Sie sagte, warum nicht? Er fragte, Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich mit Ihrer Frau schlafe. Er sei klar mit ihr, auch über den Preis. Ganz klar, lieber Luserke. Sie bekommt das, was sie wert ist. Und sie ist viel wert, was Sie ja wissen. Sie kriegen schließlich umsonst, wofür andere zahlen müssen. Dann sagte er, das geht natürlich nicht bei mir zu Hause. Die Familie, Sie verstehen. Und ein Hotel. Martina sagte, aber ich habe doch ein Zimmer. Zu Hause habe ich doch ein Zimmer. Da sagte ich zu ihr, aber da verlangt es wohl der Takt, dass ich es ihrem Mann sage, nicht? Von diesem Zimmer wurde gesprochen. Guten Abend, lieber Luserke. Tja, da sind wir wohl beide in einer Situation, in der wir uns erst zurechtfinden müssen, was uns beiden schwerfällt. Ihnen, aber auch mir. Darf ich reinkommen? Ich war nicht Herr der Situation. Wurde es immer weniger. Eines Tages sprach mich Zeller an. Sie kennen ihn. Unser zweiter Direktor. Ich darf mich da mal kurz zu Ihnen setzen, lieber Luserke. Es geht Ihnen gut? Ich sagte ja, es geht mir gut. Kuhs hat mir da etwas erzählt. Er hat es nur mir erzählt, sonst niemandem. Die Sache mit Martina. Alles sei ohne Komplikationen verlaufen. Ich habe mit Martina darüber gesprochen. Im Allgemeinen und auch im Besonderen. Ich sage es ganz ehrlich. Was mich betrifft, mich und Martina. Offene Frage, lieber Freund. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich Martina besuche? Wir haben uns nämlich für heute Abend verabredet. Du willst weggehen? Jetzt? Wohin denn? Ich will ihm nicht doch noch die Tür aufmachen. Was ist denn mit dir los? Ich traf ihn dann vor dem Haus. Hallo, Luserke. Wollen Sie weg? Doch nicht, weil ich komme. Also, Dr. Kuss sagte mir, Sie hätten keine Probleme damit. Hören Sie, Luserke. Ich war auf der Stelle kehrt. Ich bin wieder nicht Herr der Situation gewesen. Ich stotterte, gehen Sie nur rein. Naja, Sie sind weggegangen, klar. Oder weggefahren. Nein, ich blieb vor dem Haus stehen. Und habe die Musik gehört. Wollen wir runtergehen?
Nein, wir werden hier bleiben. Sie wollen, dass ich in der Verfassung bleibe, in der ich bin. Ja, das ist richtig. Was für eine Verfassung bin ich? Es fällt Ihnen schwer, dieses Zimmer zu ertragen. Ich glaube, da irren Sie sich. Ich bin sehr gern in diesem Zimmer. Eines Tages kam ich von einer kurzen Reise aus London zurück. Mein Kollege Soderer begrüßte mich freundlich, wie immer. Schön, dass du wieder da bist. Ich sagte schon, dass wir Freunde waren. Gute Freunde. Ich kannte ihn so gut wie seine Frau. Eine liebenswerte Frau. Bis er mir plötzlich einen Briefumschlag zuschob. Was ist denn das? Ich hatte nicht genug Geld bei mir. Da sagte Martina, gib es ihm selbst, im Büro. Hat sie dir nicht erzählt, dass ich gestern bei ihr war? Ich sagte ihm nein, sie hat es mir nicht erzählt. Aber ich werde ihr das Geld geben. Am nächsten Tag verließ mich meine Frau. Sie werden mir sicher sagen wollen, dass Sie mir nicht glauben. Ich höre Ihre Worte, ja? Sie haben gesagt, am nächsten Tag verließ mich meine Frau. Hören Sie, wir sind uns doch darüber klar, dass dies ein Verhör ist. Warum sagen Sie das nicht? Sie haben nur eins im Kopf. Der Mann, der da vor mir steht, hat seine Frau umgebracht. Das glauben Sie doch. Glauben ist nicht mein Geschäft. Ich muss es wissen. Außerdem geben Sie mir eine ganze Reihe von Motiven, das anzunehmen. Motive? Ich bin randvoll mit Erfahrung. An der Spitze aller Erfahrungen steht, dass wir alle reagieren, wie es dem verrückten Gehirn gerade einfällt. Die Motive schafft man sich nachher. Was hat sich Ihr verrücktes Gehirn ausgedacht? Sehr gut. So reden wir schon besser miteinander. Ich bat Dr. Kusser meine Unterredung. Mit ihm und dem zweiten Direktor und meinem Kollegen Soderer. Ich sagte ihnen, dass meine Frau verschwunden sei. Ich fragte, weiß einer der Herren, wo sie sein könnte, was doch möglich ist, nach den guten Kontakten eines jeden zu meiner Frau. Dr. Kuss nahm mich beiseite. Sag, haben Sie etwas mit Ihrer Frau angestellt? Das wollte ich Sie gerade fragen. Haben Sie etwas mit meiner Frau angestellt? Oder Sie? Oder du? Was habt ihr mit ihr angestellt? Um Himmels Willen, Lusake, kommen Sie wieder zu sich. Niemand von uns weiß, wo Ihre Frau geblieben ist. Wie denn? Verschwunden? Ich denke, wir sollten jetzt alle unsere Nerven behalten und erst einmal akzeptieren, was unser Herr Luserke uns mitteilt. Nämlich, dass seine Frau ihn verlassen hat. Eine Prostituierte, die wieder aus dem bürgerlichen Leben ausgestiegen ist. Ja, daran sollten wir uns orientieren. Und kein Wort nach außen. Nicht wahr? Nicht, dass da unsere Familien mit reingezogen werden. Also, wir sind uns klar. Frau Luserke ist sang- und klanglos, wie soll ich das nennen? Auf Reisen gegangen. Was? Was? Ja, vielleicht kommt sie ja auch wieder. Das glaube ich nicht. Daraufhin sagte ich, ich möchte gerne ihr Zimmer ausräumen und dass Sie mir dabei helfen sollten. Die Herren haben Ihnen tatsächlich geholfen, das Zimmer hier leer zu räumen? Sie empfanden wohl, dass es in Ihrem Interesse lag.
Also gut, Luserke. Wir helfen Ihnen. Also, bringen wir die Sache so gut und so schnell wie möglich hinter uns. Wohin? Wohin sollen denn die Sachen? In den Keller. Und dann habe ich sie arbeiten lassen. Das ist die Geschichte des leeren Zimmers. Gefällt sie Ihnen? Nein, sie gefällt mir nicht. Kommen Sie bitte mit ins Präsidium. Alles, was Sie mir erzählt haben, geschah vor genau 3 Jahren. Nie. Nie haben Sie es vergessen. Und dann hat sich doch tatsächlich eines Nachts eine Straßendirne in ihrem Wagen vor dem strömenden Regen in Sicherheit gebracht. Und sie nehmen sie mit nach Hause, lassen sie duschen. Sie zog sich den weißen Bademantel ihrer Frau an. Das war doch das letzte Erinnerungsstück an ihre Frau. Ja, das einzige und letzte. Sagen Sie mal, warum haben Sie den Bademantel nicht weggeworfen? Ich weiß es nicht, warum ich ihn nicht auf den Müll geworfen habe. Vielleicht, weil ich etwas nicht ganz vergessen wollte. Ja, das verstehe ich sehr gut. Sie wollten das Alibi für Ihre Tat ständig vor Augen haben. Sie haben die Straßendirne umgebracht, wie Sie 3 Jahre vorher Ihre Frau umgebracht haben. Ja, das habe ich. Jetzt wird Ihre Tochter Sie fragen, wo Ihre Mutter ist. Bringen Sie sie hinaus. Ich habe sie im Keller begraben. Darüber liegt alles, was ihr gehörte.
Ihre Möbel, Ihre Bilder, Ihre Kleider, Ihre Schuhe. Gott helfe mir und dem Kind.